Freunde, Stress, Stress pur. Jetzt habe ich gerade die Zulassung abgegeben für den Fiat 500, den ich schon verkauft hatte. Und der wird finanziert über einen Emir. Und deswegen muss ich ganz schnell jetzt die Zulassung machen, damit der Wagen dann zugelassen ist. Damit ich den Brief der Bank schicken kann. Und damit die ihre Sicherheit hat. Und erst dann schicken die das Geld raus. Und dann kriege ich erst das Geld für den verkauften Fiat 500 und kann die Fahrzeugübergabe machen. Seht ihr immer, das ist auch mal so ein Prozess, bis man erstmal, also das Fahrzeug ist schnell verkauft, aber bis man dann wirklich bei der Finanzierung sein Geld hat, dauert das immer einen Augenblick. Ne? Deswegen immer hin und her. Autohandel ist wirklich immer hin und her, rechts, links. Naja, was soll man machen? Unser Firmenwagen hat auch mal wieder eine frische Aufbereitung bekommen. Die hat er sich auch redlich verdient nach über 20.000 Kilometern. Das Ding hat jetzt 270.000 Kilometer gelaufen. Nach so viel Fahrt auf der Autobahn braucht das Ding auch mal wieder ein bisschen Liebe und wir wollen uns ja natürlich auch wohlfühlen. Wie man sehen kann, hat sich die Liebe auf jeden Fall gelohnt. Strahlt wieder, glänzt und ja, da muss man, wenn ich so viele Kilometer reise in dem Ding, da muss man sich einfach wohlfühlen. Ne? Das sieht auf jeden Fall wieder gut aus. Wenn wir hier einmal reinschauen, dann ist auch wieder alles fresh. Also Aufbereitung lohnt sich immer. So Leute, da sind wir jetzt hier erstmal bei KJ angekommen in Leverkusen. Der hat nämlich hier in der Zwischenzeit den Burschen repariert. Ja, weil ich habe es nicht geschafft. Wörthersee hier, Junggesellenabschied nochmal Österreich da, dann war ich in Mainz, dann war ich zweimal in Stuttgart. Ich kann nicht mehr. Ich fühle mich wie ein Fernfahrer. Und deswegen hat Toni den mal eben fertig gemacht. Kannst genau. Ja mal eigentlich mal eben kurz im Schnelldurchlauf. Wir hatten ja motortechnisch alles gemacht. Bläulage waren fertig, Achse haben wir zusammengebaut, Dichtung vom Auspuff haben noch gefehlt. Also wir mussten ja unten noch den ganzen Kardankram und so wieder zusammenbauen. Also Kupplung, Schwung hat auf jeden Fall noch neu. Wir haben die Kerzen noch getauscht, wir haben die Ventildeckeldichtung noch gemacht. Dann hast du uns noch den ABS-Block gebracht, richtig, genau, den haben wir auch noch getauscht. Und ja, fehlt da unseren Kram war noch, ne? Hier ist die Kupplung, die alte ist natürlich Kupplung. Tote Hose, ne? Die war Fratze. Weißt, hast du den Fehler gefunden, was geklappert hat, Schwungrad oder Ausrücklager? Schwungrad, ja. Schwungrad war tot. Auf jeden Fall hat dieses Schwungrad beim eingebauten Zustand richtig extrem gewackelt und hat genau dieses Geräusch gemacht, also wo wir da standen, weißt du noch? So, tak, 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 tak. Ja. Aber ABS-Block ist auch wieder hier drin. Da ist er. Der alte jetzt, der kaputte, oder? Das ist der alte, genau. Okay. Ansonsten war ja nichts, ne? Mhm. Genau, wir haben die Felgen noch getauscht. Da waren ja die Brayton drauf und du hast einen Kollegen da gehabt, der hat gesagt, ey, ich hab Bock auf die Felgen vom Zallo, ich hab Originale M3-Felgen, genau. Ich würde die tauschen. Und dann Zuschauer war das von dir. Stimmt, ja. Also Kollege von mir, aber Zuschauer von dir, guckt deine Videos. Und dann hast du so hat auch einen M3 und hat die so toll gefunden. Eben umgezogen. Genau, und hat er gefragt, ob der die tauschen kann gegen die Originalen hier. Und ja, du sagtest ja kein Problem und haben die noch eben drauf gemacht. Und ansonsten war eigentlich nichts mehr. Ja, perfekt. Der Gute ist schon verkauft. Habe ich ja schon gesagt, vor ein, zwei Wochen quasi schon. Ach so, du hast mir nur erzählt, du hast einen Interessenten, ja. Ja, genau. Und der hat es wirklich ernst gemeint. Der hat mir eine E-Mail geschrieben, kam direkt ernst rüber. Er sagte, du weißt du was, Zalo? Das ist alles so sauber mit dem Video. Und ein M3 ist mein Traum. Ich suche einen vernünftigen und bei dir sieht alles gut aus. Weißt du was? Sag mir einen Preis, habe ich einen Preis gesagt, hat er gesagt, nee, wenn das alles gemacht ist, passt mir das. Der kommt aus München, der wartet quasi nur drauf, dass die Stoßstangen noch lackiert sind vorne hinten. Genau, du musst dieses, hab ich noch bestellt. Ich habe dieses Ding bestellt, ne? Dieses Dreieck da vorne. Das ist nicht lieferbar. Ah, okay. Kein Lieferdatum. Okay. Also das kann sein, dass das irgendwann kommt, wenn der Wagen weg ist. Sonst schicke ich es ihm nach. Genau, sagst du ihm, dann schicken wir ihm es einfach. Das ist ja schnell dran gebaut. Und dann geht der Wagen wahrscheinlich dieses Wochenende noch spätestens Mitte nächste Woche ist er weg. Hast ja gesagt, der Ventildeckel war undicht, ne? Weißt, kannst du noch dich daran erinnern? Ja. Oder die draußen? Jetzt Video, war ein bisschen am Schwitzen, war sogar nicht mal krass, ne? Nein, aber die Dichtung war schon hart, ne? Also die ist schon beim, wo wir die ab hatten, wo wir die rausgezogen haben, ist die in manchen Stellen schon gebrochen. Ja. Also die war schon jetzt nicht verkehrt, dass wir die getauscht haben, ne? Komm, schmeiß den mal an, dann hören wir mal, ob der Auspuff jetzt mal dicht ist. Bin ich mal gespannt. Aber sicher ist er nicht. Der war ja sogar hier. Hast du direkt gehört? Hast du war direkt gehört? So hier unten, ja. Aber das ist... Leise ersurt. Ja, mein Lieber, dann danke, wie immer. Ja, für das Zwischenschieben. Für das Zwischenschieben. In den so stressigen Alltag, ne? Ja, aber alles gut. Und dann, ja, hoffentlich freut sich der Kunde. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dann sehen wir uns bei der nächsten Baustelle. Lamborghini. Muss man, will mal Zeit, ne? So, Freunde, nächster Tag, Autohändler-Chaos mal wieder. Den Ford Focus, den haben wir gestern abgeholt vom Kunden, wo wir auch den Hyundai i10 abgeholt haben. Der hatte mir den Hyundai i10 verkauft, dann hat er gesagt, ey, Zalo, das war so reibungslos, willst du nicht auch noch den Ford Focus haben? Der hat auch knapp nur 60 gelaufen, habe ich gesagt, oh, weißt du was? Klar, dann lasse ich mich nicht lumpen, die Kiste nehme ich gleich mit. Aber eine Woche später habe ich ihn dann jetzt abgeholt, jetzt steht die Kiste hier am Hof. Der sieht von innen mega, mega dreckig aus. Ich glaube, da wurde auch die ein oder andere Zigarette drin vernascht. Deswegen müssen wir den jetzt zum Aufbereiter und gleich müssen wir die Anmeldung vom Fiat 500 abholen. Die ist fertig. Da müssen wir zur Zulassungsstelle. Da sind auch noch zwei Abmeldungen, die ich da in Auftrag gegeben habe. Die müssen wir auch noch abholen. Und da müssen wir unbedingt so schnell wie es geht den
Fiat 500 Brief zur Santander Bank schicken, weil der dort ja finanziert ist. Und dann kriege ich auch erst die Kohle und dann können die Kunden gerne das Auto abholen. Den M3 habe ich ja gestern noch zum Lackierer gebracht. Da müssen die Stoßstangen lackiert werden, Lenkrad umgebaut. Schaltknopf muss auch noch umgebaut werden. Auf den warte ich, der wird mir noch zugeschickt. Hat mir ein Zuschauer aus Instagram, hat gesagt, der hat noch einen liegen. Also ihr seht, das absolute Chaos. Man alleine eine One-Man-Show, wenn du Autohandel machst und YouTube, bist du halt nur am Rangieren. Ne? Du bist nur unterwegs von hier nach da. Den VW Polo möchte ich jetzt auch verkaufen, habe ich mich dazu durchgerungen. Das heißt, der muss auch nochmal aufbereitet werden, Fotos gemacht werden. Wenn der Fokus aufbereitet ist, müssen auch Fotos gemacht werden, muss inseriert werden. Also ihr seht, hier geht mal wieder ganz schön die Post ab. So, Freunde, neuer Tag, neuer Autohändler Stress. Ich habe den Ford Focus, der wurde mir gebracht. Ich habe den Aufbereiter zur Aufbereitung zurückgebracht. Dann habe ich den Wagen zu Emil gebracht, Fotos gemacht, zu Fuß jetzt hochgelaufen. Hol jetzt den 6er BMW ab. Jetzt holen wir das Schätzchen wieder ab und stellen den am Platz, weil der ist nicht wieder frisch gewaschen. Der hat den nämlich ganz schön gelitten wieder vom Trip. Und den fahren wir zum Platz. Und dann haben wir gleich noch Special Guests bei Zalle Automobile. Lass euch überraschen. Mein Gott, das hat aber lange gedauert, bis die Lutscher endlich mal da sind. Guck dir das an. So, Enrico. Was ist los? Jetzt bist du mal hier auf dem richtigen Kiesplatz. Auf dem richtigen Autohändlerplatz hier, du. Dass wir uns so schnell wiedersehen, hatte ich auch nicht gehofft. Nee, Junge. Was machst du hier im Wuppertal? Jetzt verfolgt der mich hier schon bis nach Wuppertal. Hast du einen Dachschaden oder was? Ja. Was willst du hier? Ja, ich erzähl's auch. Komm, Enrico, ich mach den Paketpreis hier. Nee, kannst du 40 Tonner vorbeischicken und dann kannst du die ganze Karre mitnehmen. 40 Tonner für den Buntmetall, den sie abholen oder was, Alter? Ey, ihr seid so abgehoben, ne? Ihr beiden Lutscher, ihr seid so abgehoben. Der Typ hat so einen Hunger. Ihr habt ich hab Hunger, Alter, ich bin übelst genervt, ich will was essen. Und du laberst mich hier voll, dass ich die Scheiße hier kaufen soll. Bist du noch ganz sauber oder was? Junge, ich glaube, es hackt. Komm, pass auf, Enrico. R32 kannst du einpacken, A1, ja, 60 gelaufen. Hyundai i10, volle Hütte, 20 gelaufen. Mazda 2, 17 gelaufen, Ford Focus. Ja, hast du das interessiert denn nicht? Der sagt nur Kilometer. Nein, Ford, ja, man sieht doch anhand der Modelle, was im Baujahr das ist. Oder ja, bist du nicht vom Fach, Junge, Lutscher? Also, muss ich das Baujahr also erklären? Was? Der Kollege was hier wurde das von 2009 bis 2014 so gebaut. Falsch, Scheinwerfer erkennst du hinten. Das ist ein Facelift. Danke. Da. Endlich! Ja! Ein Autohändler, der endlich mal ein bisschen Plan hat hier. Wahrscheinlich 2016 oder 17 die Bude. Richtig, 2016. 100 Points to Enrico. Hab ich geraten. So, mein Lieber, hier, Ford Focus. Guck mal, auch nur 60 gelaufen hier, Enrico, du. Anhängerkupplung, Alter, alles. Komm, das ist doch die Buchhalterkarre vom Herrn. Der 400, 500 S, muss ich hier enttäuschen, ist schon verkauft. Das ist genau für mich gewesen, ja. Damit hätte ich mich heute gesehen auf dem Heimweg Richtung Dresden. Hallo. Ja? Wir haben den 400, 500 S? Ja, geht. Ey, cool, Zweizylinder Twin Turbo, der geht ab, ne? Ja, richtig. Vertu dich nicht. Ja, ja, ich weiß nicht. Der hat eine Sporttaste. Ja. Da fliegen die Löffel weg. Ja, da hätte ich so. Bis nach Dresden. Das ist doch viel zu viel Qualm für dich, deswegen hast du den verkauft, oder? Da kommst du doch gar nicht klar. Ja, komm, was sagst du? Ja, was soll ich sagen? Schön. Komm, hau mal ein paar Ankaufspreise hier raus und wir gucken mal, ob wir klarkommen. Was soll ich denn sagen? Das sind Top-Autos, die haben nichts gelaufen. Ja, dann verkaufst du doch. Da hast du keine Gewährleistung, nichts. Ja, was verkaufst du? Ja, ich will jetzt hier mit dir ein Geschäft machen, wir scheinbar hier bist du. Hä? Ist dein Ernst jetzt? Ja, sicher. Das meinst du jetzt ernst? Ja, komm. Hau mal hier drei Preise raus. Mal gucken, ob wir klarkommen würden. Oh, komm, ciao. Sag mir einen Paketpreis, komm. Paketpreis für die? Ja. 32. Was? 32. Wofür jetzt? Mit dem Golf? Nee, hier die drei. Das ähnliche Auto, was interessant ist, der Golf da drüben, glaube ich. Ja, hast du an dem Interesse? Wie fährt denn der runter? 240, aber DSG, Mechatronik gemacht, Steuerkette gemacht. Mm. Also das, was anfällig ist. Du weißt, die Dinger laufen. Kennt ihr das? Vollausstattung bis auf aber. Genau, typische Autoverkäufer. Nee, jetzt mal ernsthaft. Also zwei, ganz grob. 32 hast du jetzt gesagt, ne? Genau, ich habe dir den für 14 gemacht. Ist das ein Benziner? Ja, ja, Automatik. 1,4er oder was? Navi, Sitzheizung. 1,4? 1,0 müsste das sein. Wie viel hat der runter? 60. Automatik hat der Navi, ja. Mhm. Arschgrill? Ja. Mhm. Aber keine Taschenlampe vorne, ne? Und weiß, ne? Kein Xenon, ja. Ja, du ja weißt, die Frauen stehen da drauf, ne? Auf weiße Audi A1. Es gibt ein Problem, ja. Dem fehlen zwei Türen. Der hat sogar PDC. Ja, super, aber dem fehlen trotzdem zwei Türen. Den Frauen ist das doch egal. Ja, komplett. Das ist denen komplett egal, wenn die hier ihre kleinen Kinder hinten reinfärschen müssen. Das ist denen komplett egal. Das machst du genau dreimal, dann hast du die Schnauze voll. Hallo, kannst du mir loben. Komm, was sagst du mein Kiesplatz hier? Da kommen wir bestimmt hier bei dir Oldschool-Feelings auf, oder? So ein bisschen, nur dass unser Platz verdichtet war. Das ist natürlich hier semi-geil, ne? Jetzt das ist wirklich so ein Autohändler-Ding, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Unkraut, Buchhorn, Wiese mähen und sowas, das kommt alles mit on top. Das komplette Programm. Gehört alles mit dazu? Ja. Wenn du eine One-Man-Show hast, wenn eine One-Man-Show, so wie ich, alles machen. Was denkst du, was wir mit so einem Gasbrenner da gestanden haben und diesen ganzen Schrott weggebrannt haben? Wie bekloppt. Ja, dann müssen die Autos gewaschen werden, dann haben die Standplatten und das musst du alles alleine machen.
alleine One-Man-Show ist schon Kino. Jetzt hast du mal meinen Kiesplatz gesehen und jetzt hast du noch irgendwas in Dortmund zu erledigen, ne? Ja, richtig. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, Louis. Dann schauen wir mal. So, meine Lieben, wir sind mal wieder bei Marco Degenhardt, denn wir werden wohl in nächster Zeit hier ein Auto kaufen. Welches das wohl ist, dürft ihr jetzt einmal in die Kommentare schreiben. Den Rico dreht hier gerade noch mit dem Marco ein Video. Und ihr dürft mir jetzt gerne mal einmal kurz in die Kommentare lassen, wie ihr so diesen Vlogging-Style findet. Dass ich einfach mal die Kamera raushole, euch einfach mal mitnehme, wo ich gerade bin. Dass ihr quasi immer up-to-date seid, was eigentlich so bei mir abgeht. Es geht, finde ich, schon sehr ins Detail und ist eine Menge Input. Könnt ihr mir einmal in die Kommentare lassen, wie euch das so gefällt oder ob ihr lieber wieder diese professionelleren Videos haben wollt mit einem Thema oder halt dieser Vlogging-Style mit alles in einem Video. Ja, Freunde, dann ist unser Sonntag heute. Ja. Robin ist vorbeigekommen mal wieder. G-Racing, Ehrenmann. Und stimmt die Karre mal eben mal wieder hier fein ab am Sonntag. Ja, wir haben nochmal Hardcut jetzt gekümmert. Dann haben wir ein bisschen Schubblubbern gemacht ab 3,5. Genau. Damit man einfach ein bisschen Racing wieder spielen kann im Golf 2. Du kannst human unterwegs sein, aber auch ein bisschen, ne? Richtig. Baller, baller, wie wir es ja mögen. Ja, du hast jetzt nochmal ein Benzinkennfeld nochmal. Genau. Fein rausgefahren haben wir. Richtig. Beim letzten Mal war ja ein bisschen wenig Zeit, ne? Genau, ja. So Volllast haben wir hingekriegt. Ja. Teillast so ein bisschen, dass du nach Hause kommen konntest. Ja. War ja irgendwie 12:30 oder so. Ja. So, und jetzt ist langsam Zeit geworden dafür, dass das Ding im Kalten auch geil läuft. Mhm. Und du den bewegen kannst wie ein stinknormales Auto auf der Straße. Ne? Genau, was auch ganz schlimm war, war, weil er halt nicht fein abgestimmt war. Ich gehe jetzt aufs Gas und dann immer bop, 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 ne? Ja, genau. Bop, 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 ne? Und das macht er jetzt auch hier ganz fein, ne? Genau, nimmt vernünftig Gas an, ruckelt ja. Nicht nix, ne? Genau. Genau, das hat immer ganz viel mit dem Lambda-Wert zu tun. Wenn du ab und zu so kleine Kennfeldsprünge hast, die nicht fein abgestimmt sind, dann geht er immer ins Magere rein und dann hast du dieses Ruckeln kurz, Enrichment-Kennfelder etc. Ja. Aber das passt jetzt soweit alles. Wir müssen nachher nur noch Standgas anpassen, und dann damit sind wir du durch, eine 900 Touren hast. Und dann sind wir durch. Und dann sind wir fertig. Ja. Dann war es das mit dem Sonntag. Fantastisch. Um 12 waren wir hier. Ja, jetzt ist es kurz vor 3. Da kannst du zu JP deinen Burger essen und dann ist alles genau, heute mal. Richtig. Verbrennt.